Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Webinarreihe Generative KI. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Prompt Engineering. Wie geben Sie Inhalte in ChatGPT ein, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen? Dazu haben wir heute einen Experten eingeladen. Volker Rill, er ist Gründer und Geschäftsführer der Lights On GmbH in Augsburg und Kempten. Aber er stellt sich dann nachher noch gerne selber vor. Nur ganz kurz vorab, bevor wir ins Thema einsteigen, ein Blick auf unsere weiteren Termine der Webinarreihe. Beim nächsten Mal am 22.04. geht es weiter mit dem Thema Datenschutz und Urheberrecht von KI-generierten Inhalten. Und am 30.04. runden wir unsere Webinarreihe ab mit dem Thema Use Cases für verschiedene Branchen. Unter dem eingeblendeten Link hier können Sie sich sowohl zu den nächsten Terminen anmelden, als auch die Aufzeichnungen der vergangenen Termine abrufen. Und bevor wir jetzt noch ins Thema einsteigen, ganz kurz meine Kontaktdaten. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin zum Thema Digitalisierung und KI. Sie können sich jederzeit mit Fragen an mich wenden. Und dann würde ich sagen, genug der Vorrede. Volker, herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Anna. Vielen Dank, dass ich auch da sein darf. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich heute sehr, über das Thema Prompt Engineering sprechen zu dürfen. Ein total spannendes und zeitgemäßes Thema. Und dementsprechend sind wahrscheinlich heute auch viele Teilnehmer mit dabei. Mein Name ist Volker Rill. Ich liebe es, Abläufe zu optimieren und automatisieren. Das ist meine Leidenschaft. Das mache ich privat als auch beruflich. Und aus dem Grund habe ich vor 12 Jahren aus Augsburg Lights On gegründet als Digitalagentur, Digitalisierungspartner, um Licht ins Dunkle zu bringen, um Menschen bei der Digitalisierung zu helfen und unterstützen. Uns gibt es jetzt mittlerweile seit 12 Jahren. Wir sind ca. 60 Mitarbeiter in den Standorten Augsburg und Kempten. Und von der individuellen Softwareentwicklung, Beratung, Standardlösungen sind wir einfach rundum der Digitalisierungspartner für unsere Kunden und stehen ihnen zur Seite. Aber jetzt zum Thema. Wir sind heute hier, um über ChatGPT zu sprechen. Warum reden wir gerade über ChatGPT? Also zum einen ist es der Marktführer und dementsprechend eigentlich auch so die relevanteste KI, das relevanteste KI-Modell, in Anführungszeichen, das es aktuell am Markt gibt. Zum anderen aber auch, weil es einfach sehr extrem einfach ist und verschiedene Dinge gerade einfach in Bewegung bringt, die man sonst so nicht haben würde. Viele beschweren sich über Bürokratie, über wiederkehrende Aufgaben, Fachkräftemangel, viele Dinge, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte, die Geldkosten, Zeitkosten, mit denen man, ja, die man sogar teilweise keine Menschen zumuten möchte. Und das sind alles Treiber dafür, für die Digitalisierung, für die Automatisierung, die man jetzt durch die Einfachheit von ChatGPT automatisieren kann, die man viel einfacher machen kann und wo hier einfach Unterstützung angeboten wird. Hier mal ein paar Fakten, was ChatGPT machen kann. Aus einer Studie, die besagt, dass rund 70% kann schneller Content generiert werden, Kundenbeziehungen können verbessert werden, die Produktivität kann wesentlich erhöht werden, man kann mehr Umsatz schaffen, aber gleichzeitig auch die Kosten reduzieren. Eine weitere Studie sagt, dass vor allem 4 Bereiche in einem Unternehmen besonders dafür prädestiniert sind und einen Mehrwert bieten. Das sind vor allem diese oberen Bereiche hier. Das ist die Softwareentwicklung, das sind Kundenservices, das ist Sales und Marketing. Das sind die Bereiche, in denen man wirklich am einfachsten starten kann, in denen man am einfachsten, am meisten Mehrwert irgendwo generieren kann. Aber es gibt dennoch auch viele andere Bereiche, in denen man viele unterstützen kann und sich auch viel das Leben erleichtern kann. Aber ich möchte jetzt nicht nur von Studien sprechen, sondern auch mal ganz klar von Fakten. Klarna hat letztes Jahr 700 Mitarbeiter durch KI ersetzt. Das sind aktuelle Themen, ging erst vor 3 Wochen durch die Presse, dass die ganzen Kundenassistenzen und Kundenservice-Anfragen durch ChatGPT automatisiert wurden und dementsprechend auch die Arbeitszeit da weggenommen wurde, vereinfacht wurde und die Mitarbeiter andere Dinge tun können. Es ist für Klarna ein Riesenvorteil, ein absoluter Marktvorteil gegenüber den Wettbewerbern, 700 Fachkräfte weniger irgendwie zu haben, die da sich mit Anliegen beschäftigen, gleichzeitig aber auch die Kundenbeziehungen zu verbessern, indem man viel schneller rund um die Uhr Service irgendwo anbieten kann. Und da muss erstmal die Konkurrenz jetzt mitlegen und nachlegen. Und es ist, was ich damit eigentlich nur sagen will, es ist wichtig, sich wirklich jetzt damit zu beschäftigen. Es ist absolut zeitgemäßes Thema und ich denke, darum sind heute viele auch von Ihnen da. Durch die KI sind so viele neue, unendlich viele Möglichkeiten da, die es bisher einfach nicht gab, nicht so einfach gab, nicht für jeden von zu Hause aus selber mal irgendwie zusammenschreibbar, in Anführungszeichen.
Und dieses Wettrennen um die neuen Ideen, um die besten Ideen, das ist eigentlich schon lange gestartet und da sind wir gerade mittendrin und versuchen gerade überall durch KI einen absoluten neuen Mehrwert zu generieren oder Geschäftsmodelle oder auch Geschäftsprozesse komplett zu verändern. So, jetzt habe ich schon viel über Automatisierung gesprochen. Grundsätzlich will ich vielleicht noch mal einen ganz kurzen Bezug schaffen. Also Automatisierung ist ja an sich nichts Neues. Man hat ganz links angefangen. Früher hat man für alles irgendwie Code geschrieben und hat irgendwas programmieren müssen. Dann konnte man erste Dinge für über No-Code, Low-Code-Lösungen sich einfach zusammenklicken, was man hier in der Mitte sieht. Hat man einfach Pfade genommen, konnte sich kleine Automatisierungsregeln erstellen, die dann schon einfache Aufgaben übernommen haben. Damit konnte man einfache Sachen ersetzen. Und jetzt hier eben rechts oben, dass man über Prompts, man muss im Prinzip nur noch in eigener Sprache, in eigenen Worten, egal in welcher Sprache auch immer, ausdrücken, was man eigentlich haben möchte. Und die KI bringt das eigentlich. Und ja, das ist eigentlich der Mehrwert. Es wird einfach alles einfacher. Und genau darum ist es aktuell einfach auch so ein Riesenhype, den man da einfach erlebt. Ja, was kann ChatGPT eigentlich alles machen? Das sind eigentlich jetzt aktuell hier auch nur ein paar Beispiele. Es ist sicherlich noch wesentlich mehr, aber so grundsätzlich Generierung von Texten, Programmieren, Text zu Sprache übersetzen oder auch Sprache wieder zu Text, Vorhersagen treffen, Daten analysieren, Bilder erstellen. Was ich am spannendsten finde, ist auch die Rolle einer anderen Person einnehmen, sich als andere Person ausgeben. Da will ich später auch noch ein bisschen kurz drauf eingehen. Und wie gesagt, es ist absolut nicht alles, aber nur mal so ein kleiner Einblick. Und das Ganze wird einfach noch einfacher. Man muss jetzt nicht nur diese ganzen Prompts und diese ganzen Regeln sich erstellen, sondern es gibt jetzt auch eigene GPTs, Custom GPTs innerhalb von einem GPT Store in ChatGPT. Man kann sich da wirklich ich glaube, mittlerweile gibt es über 3 Millionen GPTs, in denen man sich einfach den relevanten und den richtigen Assistenten, Unterstützer für sich raussuchen kann, um ja, einfach besser zu werden, Dinge automatisieren zu können. Und das ist gar nicht mehr so relevant, eigentlich jetzt auch Branchenwissen und Fachwissen hier reinzubringen. Das ist im Prinzip wie ein virtueller Assistent, virtueller Coach, mit dem man da zusammen irgendwie Themen bearbeiten kann oder einfach nur noch Dinge gefragt wird. Ist total spannend, weil gerade diese GPTs, die sind relativ neu. Das gibt es erst seit November, gibt es überhaupt, wurden diese GPTs eingeführt, dass jeder sich im Prinzip eigene kleine angepasste Modelle erstellen kann. Ja, seit Januar gibt es einen eigenen Store dafür und jetzt mittlerweile 2 Monate später oder 2,5 Monate später gibt es schon über 3 Millionen GPTs, die in diesem Store eingestellt wurden, die man einfach ja kostenlos aktuell noch nutzen kann. Ja, jetzt kommen wir aber schon zum Thema Prompting. Was ist ein Prompt? Grundsätzlich, diesen Prompt hat wahrscheinlich jeder, der ChatGPT verwendet hat, schon mal gemacht. Auch ob es ihm jetzt bewusst ist, dass es ein Prompt war oder einfach nur eine Eingabe, ist im Prinzip aber genau das Gleiche. Es ist eigentlich nur eine Benutzereingabe. Eine Eingabe, die man in ChatGPT, in dem Bot irgendwo tut oder eine Anweisung, die man an ein KI-Modell schickt und sendet, das wird als Prompt bezeichnet. Und was Prompt Engineering ist im Prinzip jetzt die Kunst oder die Wissenschaft auch, diese Anweisungen und diese Aufgaben so detailliert und so genau zu fokussieren und zu formulieren, dass am Schluss wirklich richtig gute Ergebnisse rauskommen, die vor allem nicht nur einmalig da sind, sondern auch wenn man sie im Team oder im Unternehmen nutzen möchte, dass dann regelmäßig die gleichbleibende Qualität da ist und verschiedene Grundregeln, Richtlinien im Prinzip einfach auch beachtet werden. So, und dann steigen wir auch schon mal direkt ein. Also, im Großen und Ganzen gibt es drei Basics von Prompt Engineering. Zum einen, man muss das KI-Modell verstehen, was eigentlich im Hintergrund funktioniert, warum Dinge funktionieren, wie sie funktionieren, weil einfach jedes KI-Modell auch irgendwo anders funktioniert, andere Parameter hat. Der zweite Punkt ist, es gibt eigentlich einen iterativen Ansatz, das eigentlich so das Standardvorgehen ist, mit dem man Stück für Stück seine Prompts, seine Anweisungen optimiert, um einfach wirklich das zielgerichtete Ergebnis zu haben. Und der dritte Punkt ist, man braucht eigentlich wirklich gutes Fachwissen, Domänenwissen, um in dem Bereich auch die richtigen Fragen zu stellen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie medizinische Fragen habe, sollte ich halt auch medizinischen Hintergrund haben oder die Fachwörter verwenden können, um ein Problem zu beschreiben. Der letzte Punkt eigentlich, weil da gibt es auch schon viele Helfer, gehe ich auch später gerne nochmal drauf ein. So, das ist jetzt eigentlich so ChatGPT. Ich glaube, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich ChatGPT schon mal aufgemacht. Das ist diese Oberfläche. Es gibt ganz unten einfach dieses Nachrichteneingabefenster und genau in diesem Nachrichteneingabefenster alles, was man hier definiert, das ist im Prinzip oder was man hier abschickt, das ist eigentlich ein Prompt.
Hier nebendran sieht man noch eine Büroklammer. Hier innerhalb von diesem KI-Modell ist es wohl möglich, auch Anlagen hochzuladen, also Bilder, Textdateien, was auch immer. Und hier oben in dieser Ecke, leicht versteckt, ist vielleicht den wenigsten aufgefallen, gibt es hier auch unterschiedliche Modelle, KI-Modelle, die man hier verwenden kann. Und zum einen ist es ChatGPT oder GPT-4. Und dann sieht man auch schon direkt drunter, innerhalb von diesem einen Modell sind auch DALL-E oder andere Analysen, andere Modelle, die man im Prinzip darüber auch wieder nutzen und aufrufen kann. Hier steht auch gleich, es gibt ein Limit, 100 Nachrichten pro 3 Stunden. Und da sieht man vielleicht schon, das ist ein bisschen das exklusivere KI-Modell. Und hier unten drunter ist noch GPT-3.5, ideal für alltägliche Aufgaben. Ich steige da jetzt noch mal ein bisschen näher ein und einfach mal die zwei Modelle, die aktuell über ChatGPT möglich sind, zu nutzen, um da Ihnen einfach ein bisschen einen Überblick zu geben, was auch dann die Unterschiede sind. Vielleicht noch kurz abschließend, diese Plugins, die Sie hier unten sehen, am besten gar nicht mehr verwenden und gar keine Zeit mehr reinstecken, weil die werden eben über diese neuen GPTs komplett demnächst abgelöst. So, also, wenn wir jetzt mal in die Modelle reinschauen. GPT 3.5 gibt es jetzt eben seit Mai 22, so ein gutes Jahr später ist GPT 4 auf den Markt gekommen. Was sind so grundsätzlich die Unterschiede? GPT 3.5 ist das Gratis-Modell, das kostenlose Modell. GPT 4 ist eben ab der Plus-Variante verfügbar, aber auch da mit Einschränkungen. Und je nachdem nach oben gibt es auch unterschiedliche Preismodelle, wo dann die Einschränkungen immer wieder weiter offen werden. Parameter ist ein schönes Argument oder ein schöner Vergleich. GPT 3.5 hat 175 Milliarden Parameter. GPT 4 hat schon 100 Billionen Parameter. Das sind fast 600 mal so viele Parameter. Und jeder Parameter ist im Prinzip eine Einstellungsmöglichkeit an ChatGPT, an den, oder nicht an ChatGPT, sondern an diesen KI-Modellen. Und jede Einstellungsmöglichkeit beschreibt im Prinzip auch eine Funktion. Also daran kann man eigentlich so den Funktionsumfang von diesen ganzen Modellen eigentlich sehr gut einschätzen. Wenn es dann auch weitergeht, es gibt unterschiedliche Wörterlimits. Ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Vielleicht was noch spannend ist, während ChatGPT 3 von der Geschwindigkeit sehr hoch ist, ist ChatGPT 4 eher mittel. Ist irgendwie auch spannend zu sehen, weil an sich ist es ja eigentlich ist ein komplexeres Modell, das eigentlich viel mehr, viel besser irgendwie arbeiten kann, aber dementsprechend halt einfach auch mehr Zeit oder mehr Kapazitäten braucht und langsamer ist. Dementsprechend kostet es aber auch mehr Rechenzeit. Und hier unten von den Kosten einfach auch mal so ein direktes Beispiel, während 1 Million Token hier 1,50 Dollar kosten, ist es bei GPT-4 eben so, dass es rund 30 Dollar für 1 Million Token kosten. Diese Tokens oder auch diese Kosten, die sind nicht innerhalb von ChatGPT relevant, sondern eigentlich nur, wenn man von Schnittstellen oder von Anwendungen außerhalb darauf zugreifen möchte und diese Modelle nutzen möchte. Aber es zeigt jetzt hier vielleicht einfach nochmal, dass es durchaus relevant ist. Manchmal machen die alten Modelle durchaus Sinn, dass man einfach sagt, man hat schneller, günstiger, viele Ergebnisse und die kann man dann vielleicht auch mit GPT-4 dann nochmal überarbeiten lassen. Genau. Ich möchte jetzt nochmal versuchen, schematisch, vereinfacht nochmal so Ihnen einen Überblick zu geben über das, über das wir gerade sprechen. Ganz oben angefangen, wir sprechen jetzt aktuell von der KI, speziell eigentlich von einer generativen KI. Und innerhalb von einer generativen KI gibt es viele Large Language Models, kurz LLM oder auch umgangssprachlich KI-Modelle. Und von diesen KI-Modellen sind von OpenAI, also dem Hersteller von ChatGPT, gibt es aktuell eben GPT 3.5, GPT 4, DALL-E, gibt auch noch viele andere Versionen, die aber nicht über das ChatGPT-Interface möglich sind abzurufen, sondern über das ChatGPT, also das Web-Interface, was man im Prinzip eigentlich jetzt hier links unten sieht. Eigentlich sprechen wir hauptsächlich darüber. Das ist eigentlich nur eine Bedienoberfläche, die dann im Prinzip auf alles andere zugreift und alles andere steuern kann. Also man sieht schon an sich, da ist noch viel mehr im Hintergrund, viel mehr Möglichkeiten. Aber was es eigentlich so einfach macht und warum es aktuell so funktioniert, ist, weil es einfach eine sehr einfache Oberfläche gibt, mit der man im Prinzip das alles sehr einfach handeln kann. Alles, was hier türkis-grün markiert ist, das sind alles Dienste, die von OpenAI zur Verfügung gestellt werden. Wenn wir jetzt nochmal kurz hier drauf gehen, es gibt auch die Möglichkeit, Assistenten zu erstellen. Hier sind im Prinzip die Schnittstellen oder auch der Rahmen, den man hier so grün markiert sieht, vorgegeben und sind schon definiert. Und man kann relativ simpel eigentlich mit eigenen Inhalten, mit eigenen, teilweise auch Code-Datenmodellen, sich dann eigene Assistenten zusammenbasteln.
Genauso eben auch mit diesen Custom-GPTs. Man hat die auch da einen Rahmen und man kann innerhalb von dieser Umgebung relativ schnell und relativ simpel neue Dinge erstellen. Was vielleicht auch noch spannend zu wissen ist, neben dem klassischen ChatGPT, was man einfach am PC, am Laptop, im Browser verwendet, gibt es eigentlich auch noch eine GPT-App, die man auf dem Smartphone eben verwenden kann. Die App hat einen leicht reduzierten Funktionsumfang. Gleichzeitig hat es aber auch eine tolle Mehrwertfunktion, nämlich ein Sprachinterface. Man kann wirklich mit dem ChatGPT in dem Moment wirklich sprechen. Man muss nicht mehr keine Texteingaben machen, man kann einfach damit sprechen und das Ding spricht auch mit einem zurück. Und es ist wirklich wahnsinnig gut, wie das mittlerweile schon funktioniert. Dann nochmal so als Randbemerkung, es gibt auch die Möglichkeit, im Prinzip hier eigene Anwendungen, eigene Bedienoberflächen, eigene Chatbots, was auch immer, was zu erstellen, die einfach dann nur mit diesen ganzen über diese Schnittstellen, die bereitgestellt werden, mit diesen KI-Modellen agieren. Und man muss sich da gar nicht mehr so verkopfen und eigene Modelle erstellen, die man trainiert und was auch immer, was alles. Es wird einfach dadurch alles viel, viel einfacher. Und zudem gibt es auch noch sowas wie Copilot von Microsoft, das sind oder viele andere Drittanbieteranwendungen, die einfach im Prinzip auch genau das machen, die eigene KI anbieten im Prinzip, aber eigentlich auf diese ganzen GPTs oder auf die OpenAI KI-Modelle zugreifen. So, der zweite Punkt war iteratives Optimieren oder ist das. Wie geht man hier vor? Im Prinzip, man definiert sich eigentlich ein Ziel. Was möchte ich haben? Was habe ich für ein Problem? Was ist meine Herausforderung? Man definiert es. Man überlegt sich, wie kann ich das am besten dem Modell beibringen? Wie kann mein Prompt aussehen? Man definiert einen Prompt, man schreibt irgendwas. Man schickt diesen Prompt im Prinzip dann ab und die KI generiert irgendetwas. Dann prüft man, ist das eigentlich so das Ergebnis, was ich haben wollte oder eher nicht? Wenn es das Ergebnis nicht ist, was man haben wollte oder noch Optimierungsbedarf hat, dann analysiert man nochmal genauer, was sind eigentlich die Themen, die jetzt hier fehlen, was sind die Inhalte, die ich vielleicht noch zusätzlich ergänzen müsste oder was für Anpassungen muss ich eben vornehmen, dass einfach mein Wunschergebnis generiert wird. Man passt es an, stellt einen Folgeprompt und passt den ganzen Prompt einfach nochmal an. Man generiert irgendwas Neues und macht es einfach so lange, eigentlich quasi in einer endlosen Korrekturschleife, bis das Ergebnis erreicht wurde, das man haben möchte. Und das ist im Prinzip eigentlich dieses iterative Optimierungsmodell, das hier ständig angepasst wird oder angewendet wird, mit dem man einfach seine Ziele oder auch neue Dinge, neue Use Cases ausprobieren kann und es so lange ausprobieren kann, bis dann eben genau das Ziel erreicht ist. So, es gibt jetzt hier ganz viele unterschiedliche Strategien, wie man seine Inhalte optimieren kann oder seine Ergebnisse optimieren kann. Man will ja immer das bestmögliche Ergebnis haben. Eine von den Strategien ist im Prinzip, möglichst viel Kontext zu geben. Ist irgendwie gar nicht ganz klar. Wenn ich zum Beispiel sage, was kann ich in Augsburg machen, dann kommt hier einfach irgendwie so eine, ja, 0815-Aussage irgendwie. Man kann vieles machen, aber im Prinzip auch nichts. Wenn ich jetzt aber anfange, einfach mehr Kontext zu geben und einfach sage, hey, ich bin zum Beispiel ein Tourist, ich bin als Städtetrip 3 Tage in Augsburg, erstelle mir bitte eine detaillierte Reiseroute, dann hat das schon mal wesentlich mehr Informationen, dann kommen auch bessere Antworten raus. Gleichzeitig habe ich mir aber jetzt nicht gesagt, ob ich das erste Mal in Augsburg bin oder wie alt ich bin und wo meine Interessen liegen. Und umso mehr Kontext einfach dazu kommt, umso besser werden dann am Schluss auch die Antworten. Und das ist eigentlich genau das, was man mit dieser Strategie verfolgt. Möglichst viel Kontext, möglichst viel Zusammenhänge, Informationen der KI zu geben. Ja. Ein- und Ausgabeoptionen. Es gibt, wie anfangs angesprochen, einfach dieses Textfeld und über dieses Textfeld kann ich alles Mögliche als Eingaben platzieren. Ich kann aber auch über die Upload-Funktion Bilder, Tabellen, Listen, Dokumente und andere Dinge einfach hochladen. Also diese Liste ist absolut nicht vollständig, sind nur Beispiele. Und was hier spannend ist, es funktionieren auch komplett unstrukturierte Daten. Also Daten, die kein bestimmtes Schema haben, die eigentlich selbst für einen Menschen irgendwie schwierig sind, sich da irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, einen versteckten Preis zu finden in einem Fließtext oder sowas. Was ist der UVP? Was ist der bisherige Preis oder sonstige Sachen? Und GPT kann hier selber sich die relevanten Informationen raussuchen, wenn man einfach ihm im Prinzip sagt, hey, hier, das ist ein Fließtext und schau nach den relevanten Informationen, zieh sie mir raus, strukturiere sie, arbeite damit, rechne damit, was auch immer was. Es funktioniert einfach. Und das ist eigentlich so das Spannende. Man muss die Daten gar nicht mehr so sauber strukturieren und aufbereiten. Es ist natürlich immer besser, umso strukturierter die Daten sind, aber auch das ist hier einfach eine Arbeitserleichterung und ja.
Die Datenausgabe ist im Prinzip hier auch wieder das Thema. Man kann standardmäßig, man schickt irgendwas rein und man kriegt eine Antwort und man kann es dem Zufall überlassen, was man als Antwort bekommt. Standardmäßig ist oder meistens ist es irgendwo auch ein Text. Man kann aber genauso sagen, erstell mir eine Liste, erstell mir eine Tabelle, sortiere sie, gruppiere sie, ordne sie oder stell mir einen Code. Man kann Programmiercode für ein Programm, man kann unterschiedliche Programmiersprachen dementsprechend irgendwie auch angeben oder kann auch sogar sagen, erstell mir einen Code für eine PowerPoint-Präsentation. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen, also man kann wirklich sehr flexibel komplett alles, was man sich irgendwie so wünscht oder vorstellen kann oder fast alles mittlerweile schon damit irgendwie erstellen lassen. Selbst Bilder kann man kleine Animationen irgendwie unterlaufen und unterlegen. Was sehr spannend auch angekündigt wurde, ist das Thema Videos. Also komplette Videos. Man beschreibt eigentlich nur noch, was auf einem Video zu sehen sein soll und diese ganzen Videos werden komplett generiert. Das wurde bereits angekündigt. Ist noch die Frage, wann es wirklich veröffentlicht wird. Eine weitere Strategie ist es, Step by Step vorzugehen. Das heißt im Prinzip auch der KI zu helfen und ihr zu sagen, hey, verzettel dich nicht, sondern brech in einzelne Teilschritte runter und mach erst das eine, dann das nächste und Stück für Stück geht man es so im Prinzip vor. Man kann hier im Prinzip bei einer, das ist ja mal ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, ich habe ein Problem beim Zugriff auf mein Konto, es kommt ja immer mal wieder solche Anfragen irgendwo vor. Dann fragt die KI ja auch, können Sie bitte die Art der Kontoprobleme spezifizieren? Und wenn man der KI aber eine Richtlinie mitgibt und sagt, einfach versuche es selber zu klassifizieren, in welchem Bereich könnte das am ehesten passen und schlag schon direkt irgendwie Folgeschritte vor, um diese Fehler zu beheben, dann macht die KI das auch anhand von Wahrscheinlichkeitsrechnung und schlägt schon direkt Lösungswege vor. Und falls es dann irgendwo nicht passen sollte oder nicht richtig ist, kann man es im Prinzip da auch wieder widerrufen. Aber so kann man einfach schon viel mehr Inhalte viel besser bereitstellen. Ein anderes Beispiel ist da auch so typischerweise einfach so eine mathematische Sachaufgabe. Otto kauft drei Äpfel, er isst einen, er kauft zwei, es fallen ein paar runter. Wie viel sind übrig? Das sind so typische Beispiele, wo vor allem GPT-3.5 sich gerne mal verrechnet. Und wenn man dann wirklich sagt, hier auch selbst bei GPT-3.5, gehe die Aufgabe Stück für Stück durch und rechne es mir vor, schreibe sogar jede Zwischensumme oder Zwischenrechnung irgendwo auf, dann verrechnet die KI sich plötzlich nicht mehr oder das KI-Modell. Und das sind so Dinge, die wirklich so spannend sind, warum man im Prinzip eigentlich der KI auch selber einfach mal manchmal sagen muss, geh einfach Stück für Stück vor und entweder man gibt ihr dann schon die einzelnen Steps oder die einzelnen Stufen mit oder man sagt einfach ihr, dass ihr wirklich Stück für Stück auch selber die Ausgaben darstellen soll und angeben soll. Und plötzlich kommt man einfach auf ein besseres Ergebnis oder sogar auf das richtige Ergebnis, weil das Ergebnis davor vielleicht sogar komplett falsch sein kann. Wenn wir jetzt schon bei mathematischen Aufgaben sind. Es gibt hier auch einfach die Möglichkeiten, direkt auf mathematische Bibliotheken zuzugreifen und Funktionen. Hier auch nochmal ein Vergleich zwischen den Modellen. Im oberen Beispiel ist es GPT-3.5. Ich habe einfach den Prompt erstellt und gesagt, berechne die Wurzel aus 16. Ganz einfache Aufgabe. GPT-3.5 sagt, die Quadratwurzel von 16 beträgt 4. So. Jetzt steht hier nicht im Prinzip drin, es ist genau 4, was vielleicht hier unten drin steht, sondern es ist einfach nur 4. Es kann jetzt aber auch sein, dass GPT 3.5 das im Prinzip berechnet hat, kann aber auch sein, dass es einfach nur anhand von der Wahrscheinlichkeit die Zahl ausgegeben wurde, weil in der Literatur, in den Trainingsdaten, die GPT 3.5 bekommen hat, steht halt überall drinnen, die Quadratwurzel von 16 ist 4 und dementsprechend ist es auch so, ohne dass GPT wirklich hier nachgerechnet hat und hier können auch Fehler entstehen oder auch Falschaussagen irgendwo entstehen. Bei GPT-4, das ist einfach schon mal, wie gesagt, das bessere Modell, sieht man im Prinzip, die Wurzel aus 16 ist genau 4 und hier hinten dran ist noch so ein kleines Zeichen. Dieses Zeichen steht dafür, dass Code generiert wurde. Und wenn man da draufklickt, dann kann man auch wirklich ganz genau lesen und schauen, was da eigentlich programmiert wurde, was da gerade passiert ist, was da im Hintergrund sich einfach abgewickelt hat. Und in dem Beispiel wurde hier Python ein Code geschrieben, die Mathematikbibliothek wurde eröffnet, die Wurzelfunktion wurde aufgerufen und die Zahl 16 wurde dementsprechend übergeben und das Ergebnis ist genau 4.0. Hier kann ich sicher sein, dass wirklich eine Berechnung im Hintergrund war, ohne dass ich ihm überhaupt gesagt habe, dass er im Prinzip jetzt einen Code schreiben soll. Und im Prinzip ist es genau das, man kann hier auch hier wieder von den Prompts viel detaillierter und viel genauer reingehen und sagen, erstelle mir einen Code, der im Prinzip das berechnet und anhand der von dem Code ich die Berechnung auch nachvollziehen kann, dokumentiere den Code oder sonstige Dinge, damit ich wirklich sicher sein kann, dass das am Schluss berechnet wurde und nicht einfach nur eine Wahrscheinlichkeit ist, anhand der trainierten Daten. So. Jetzt kommen wir schon zum Thema Kettenprompt. Ein Kettenprompt ist im Prinzip
ein Prompt, ein Folgeprompt, der aufeinander aufbaut. An dem Beispiel, erstelle eine Überschrift für einen Blogartikel, kann man das vielleicht ganz gut sehen. Ich lasse mir einen Artikel erstellen, eine Überschrift erstellen für einen Artikel. Ich bin mit dem Artikel nicht zufrieden, mit der Überschrift nicht zufrieden. Ich möchte, dass die Überschrift kürzer ist. Ich möchte, dass es ein bisschen kreativer ist. Dann sage ich ihm einfach nur, sei kreativer und fasse dich kürzer. Und dann weiß er einfach, das bezieht sich auf den Prompt, der davor ist. Alles, was innerhalb von einem ChatGPT-Fenster oder in einem Chat, man kann im Prinzip hier mehrere Chats aufmachen und alles, was innerhalb von einem Chat passiert, weiß das KI-Modell und man kann immer wieder Bezug darauf nehmen und ja, aus den Vergangenheitsdaten oder aus dem Verlauf im Prinzip passen sich da die Ergebnisse automatisch auch immer wieder an und werden immer wieder besser. Und ich kann jetzt auch wieder sagen, hey, das Kreative reicht mir nicht, mach's bitte noch kreativer. Und jetzt kommt hier irgendwie ein Text, der ist mir doch ein bisschen zu kreativ, ein Tauchgang in ChatGPT. Klingt spannend, aber vielleicht dann doch ein bisschen zu abstrakt. Und anhand von diesen Möglichkeiten, kreativer, kürzer, ist es im Prinzip einfach nicht messbar und man kann es versuchen, auch alles messbarer zu machen. Und dafür verwendet man Parameter. Grundsätzlich kann ein Parameter einfach was Klassisches sein oder auch Ausgeschriebenes sein, wie verwende maximal 60 Zeichen. Ich kann aber auch über technischere Parameter gehen und einfach sagen, verwende die Temperatur. Über die Temperatur wird die Kreativität beschrieben, von 0,8, was im Prinzip hier 80% heißt, von dem Text und so auch wirklich ganz zielgerichtet, ganz genaue Angaben eigentlich zu geben, anhand dessen der Text dann wirklich oder die Ausgabe dann auch wirklich generiert wird, um dann auch wirklich gleichbleibende Ausgaben zu bekommen. Also vor allem, wenn ich dann irgendwie so einen Prompt definiere, den ich dann auch im Team oder im Unternehmen nutzen möchte, ist es einfach wichtig, dass man einfach messbare Dinge reinschreibt und die dann auch wirklich so zusammenfasst, dass dann möglichst immer eine gleichbleibende Qualität rauskommt. Und das muss man dann auch testen. Kann natürlich sein, bei der ersten Ausführung passt das Ergebnis und das ist aber dann ein reiner Zufall. Und bei der zweiten Ausführung ist es ein ganz anderes Ergebnis, was immer vielleicht noch zu kreativ ist. Und man muss es einfach noch ein bisschen weiter optimieren, das Modell. Ja, jetzt haben wir schon über Parameter gesprochen. Die Temperaturmethode oder den Parameter habe ich gerade schon erklärt. Im Prinzip kann man zwischen 0 und 1 hier unterschiedliche Werte angeben. Da möchte ich gar nicht mehr direkt drauf eingehen, aber vielleicht noch alternative Parameter, die auch was mit der Kreativität der Texte zu tun hat. Das ist nämlich das Top-K-Sampling und das Top-P-Sampling. Einfach nur mal, ich will da gar nicht in so ins Detail reingehen. Ich möchte eigentlich nur sagen, es gibt hier durchaus verschiedenste Parameter, mit denen man die Kreativität von Texten beeinflussen kann. Ja, und kann sehr technisch werden. Das braucht man aber im Alltag weniger. Das braucht man wirklich dann, wenn man es wirklich halt als einen Business Case hat, der wirklich hochqualitative Inhalte erstellen will. Dann kann man sich mit diesen ganzen Parametern beschäftigen. Davor ist es halt meistens irgendwie so, ja, ein Luxus, den man sich nicht unbedingt erlauben kann, weil das meistens dann doch wirklich sehr zeitintensiv ist, sich damit im Detail zu beschäftigen. So, jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem Thema, was ich anfangs als mein Favoritenthema bezeichnet habe, nämlich eine ChatGPT oder der KI eine Rolle zuweisen. Man kann wirklich für bestimmte Personas, wie zum Beispiel Albert Einstein, Harry Potter, kann aber auch ein Selbstbild, also eigentlich oder andere Personen der KI vorgeben, die sie sein soll. Bei Albert Einstein oder sowas ist es relativ einfach. Da weiß anhand der trainierten Daten das KI-Modell im Prinzip schon viele Informationen darüber, weiß einfach Zitate, kennt Gedankenbilder, was auch immer was und kann daraus schon Rückschlüsse treffen. Wenn es eine unbekanntere Person ist, sage ich jetzt einfach mal, muss man einfach hier noch viel mehr vorgeben. Zum Beispiel die Tonalität, den Stil oder auch Werte, Informationen zum Unternehmen. Das ist auch nur mal eine beispielhafte Darstellung, die durchaus noch weiter intensiviert werden kann. Wenn wir jetzt hier reingehen, vielleicht noch kurz, also grundsätzlich, das sind ja dann doch alles in dem Falle zum Beispiel eher Marketingrichtlinien, wenn man einen Marketingtext schreiben will. Man muss sich wirklich dann Gedanken machen, wie soll die Tonalität klingen? Ist es professionell, ist es humorvoll? Man braucht eigentlich hier ein Fachwissen dazu. Und wenn man das Fachwissen nicht unbedingt hat, habe ich ja schon vorhin gesagt, es gibt einfach diese ganzen GPTs, die im Prinzip dabei helfen. Und das hier ist ein Beispiel von einem GPT, der dabei hilft, zum Beispiel ein eigenes Sprachprofil zu erstellen. Man geht jetzt einfach in diesen GPT-Store, sucht nach und startet das Ding mal und dann stellt dieser GPT sich schon vor, sagt, hallo, ich bin ein Sprachprofilgenerator, lass uns beginnen. Erstmal zwei Fragen.
Das ist übrigens auch eine sehr bekannte und sehr beliebte Strategie, sich einfach Fragen stellen zu lassen. Man kann ja auch da wirklich den Spieß umdrehen und der KI sagen, stell mir einfach mal die richtigen Fragen, um mich zu diesem Ergebnis zu bringen. Also im Prinzip wie ein Coach, und dreh den Spieß um. Und wenn man hier diesen ganzen Katalog von Fragen mal durchgeht, die wirklich ja teilweise vorgegeben sind, teilweise aber auch sehr individuell dann einfach irgendwo kommen, kriegt man am Schluss wirklich ein eigenes Sprachprofil, das man verwenden kann. Eine andere Art und Möglichkeit ist dann zum Beispiel auch wieder so ein anderes GPT. Man schickt einfach nur einen Text rein, den man selber geschrieben hat, und der Text wird komplett analysiert. Man kriegt hier eine extrem ausführliche Darstellung, was einem irgendwie wichtig ist. Komplexe Worte, komplexer Satzbau, große Sätze, kurze Sätze, alles Mögliche. Also wirklich extrem detailliert, damit die KI da einen auch wirklich nachimitieren kann. Hier sieht man vielleicht einfach nochmal so ein paar Informationen, wenn man so ein GPT öffnet. Die haben einen Namen, da gibt es einen Ersteller dazu, es gibt einen Erklärungstext, was es eigentlich kann. Es gibt mittlerweile auch einfach auch schon Bewertungen und man sieht, wie oft eigentlich dieser GPT schon verwendet wurde. Genau. Ja, und jetzt wird es aber, wenn man diesen ganzen Text hier alles, diese ganzen Attribute, alles irgendwie weiter verwenden will und bei jedem Prompt irgendwie sagt, hey, bitte beachte die ganzen Informationen alles, dann wird das doch ziemlich schnell, ziemlich unübersichtlich und eben ziemlich lang. Und dafür gibt es eigentlich Megaprompts. Die Megaprompts, vielleicht nochmal kurz, vorhin sind wir auf die Kettenprompts eingegangen. Kettenprompts sind im Prinzip viele kleine, mehrere Aussagen oder einzelne Prompts. Also erstelle mir eine Präsentation, abschicken, sei kreativer, abschicken, erstelle mir einen Code. Und ein Megaprompt ist im Prinzip alles komplett zusammengefasst zu einem riesengroßen Prompt. Der Vorteil ist ganz klar bei den Kettenprompts, man kann viele Dinge ganz in kleinen iterativen ja, Zyklen ausprobieren. Man kann es viel besser verstehen, was die KI da eigentlich macht, kann es da besser optimieren, aber gleichzeitig ist es auch zeitaufwendig. Und gerade bei regelmäßigen Sachen, wenn man versucht, hier eine gleichbleibende Qualität reinzubringen, ist es halt viel einfacher und viel schneller für die Endanwender, wenn man so ein Megaprompt hat, in dem im Prinzip nur noch ein, zwei Platzhalter drin sind und man diese Platzhalter austauschen muss durch die Inhalte, durch die Themen, die man eben dementsprechend einfach generiert haben möchte. Und was jetzt eigentlich so die eigenen GPTs sind, die man in diesem Store erstellen kann oder die man auch nur für sich selber erstellen kann, das sind im Prinzip Megaprompts. Also was alles damals von Megaprompts entstanden ist, man hatte irgendwie einen ewig langen Text und man musste den irgendwo zwischenspeichern, man hat sich den in einer Excel oder sonst wo zwischengespeichert, hat die darüber im Team geteilt und jetzt muss man das im Prinzip nicht mehr machen, weil es gibt jetzt eigentlich diese GPTs, die man sich selber erstellen kann, wo man auch nur für sich selber nutzen kann, im Team nutzen kann, im Unternehmen oder wirklich komplett der Welt öffnen kann und in dem Store veröffentlichen kann. Genau. Bei den Megaprompts ist noch ein Thema, man muss sie eigentlich irgendwie strukturieren. Und umso besser strukturiert die ganzen Themen sind, umso einfacher oder auch fehlerunanfälliger tut sich das KI-Modell bei der Auswertung. Also konkret, wenn ich jetzt im Prinzip hier oben in einem einfachen Beispiel, ich habe hier irgendwie eine kleine Aufgabe, ich kann hier einfach sagen, Aufgabe Doppelpunkt, Inhalt Doppelpunkt, Temperatur Doppelpunkt. Dann ist es ganz klar, dass Temperatur sich jetzt nicht irgendwie noch zum Inhalt dazu gehört, sondern dass es eigentlich der Parameter ist, den ich hier verwenden möchte. Und die Themen sind ganz sauber gegliedert. Wenn es jetzt dann doch umfangreichere Prompts sind, bietet sich durchaus an, die auch wirklich noch viel granularer zu gliedern. Man kann es hier wirklich menschenlesbar machen, einfach erstens, zweitens, drittens, 1.1, 1.2, wie auch immer. Man kann es aber auch in so einem typischen Wikipedia-Schema machen, indem man die Überschriften recht technisch irgendwo definiert. Das ist alles relativ egal und das sind alle Formatierungsarten irgendwo erlaubt. Hauptsache eben, die KI kommt damit klar und die kommt mittlerweile eigentlich mit fast allem klar. So. Das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen zu den ganzen Strategien und zu den ganzen Themen. Ich möchte jetzt abschließend noch auf ein Thema eingehen und einen Ausblick geben. Character AI, ich weiß nicht, wer da vielleicht schon mal was gehört hat. Das ist ein Startup und hier wurden schon oder werden verschiedene ja, Rollen, verschiedene Persönlichkeiten als digitales Abbild irgendwie online erschaffen. Finde ich total spannend, weil im Prinzip habe ich hier meine Psychologin, auf die ich hier nutzen kann. Und auch von den Zahlen hier unten sieht man schon 96 Millionen oder fast 97 Millionen Zugriffe auf der digitale Psychologin, mit der ich mich einfach schon immer mal unterhalten wollte. Oder mit Elon Musk, Albert Einstein oder einem Englischlehrer. Es ist total einfach, im Prinzip hier auch eine Psychologin abzubilden. Im Prinzip hat GPT dieses ganze Wissen. Es ist dann eher wieder eine ethische Frage, inwiefern GPT hier beraten will, soll. Genauso auch mit anwaltlichen oder mit juristischen Themen oder Datenschutzthemen, die dann doch auch schnell veralten.
ob das erlaubt werden sollte oder auch nicht und eingeschränkt werden sollte oder bis zu welchem Grad es in Ordnung ist und inwiefern man sich auch darauf verlassen kann. Aber im Prinzip bietet das hier sehr viele Möglichkeiten und man kann halt wirklich innerhalb von mit diesen Personen sprechen. Und selbst mit verstorbenen Personen, und aktuell gibt es jetzt sogar schon diesen Trend, selbst wenn man noch lebt und weiß, man hat vielleicht nicht mehr lange zu leben, sich sein digitales Abbild zu schaffen, um der Nachwelt im Prinzip dann trotzdem ermöglichen, mit einem selber noch irgendwie Konversationen zu führen. Also es ist total wild und total schnell, was da gerade eigentlich alles passiert. Und als kleiner Fun-Fact, dieses Unternehmen Character AI ist mittlerweile das erste oder ein weiteres Unicorn, also ein weiteres Milliardenunternehmen, wo der Gründer keinen einzigen Cent Umsatz gemacht hat mit und trotzdem einfach so eine extreme Bewertung bekommen hat, weil die Leute diese Plattform nutzen möchten und auch sogar selber ihre eigenen Rollen im Prinzip darüber definieren. Ja, und ich habe anfangs dieses iterative Optimieren dran gezeigt. Der Mensch muss im Prinzip hier dieses Prompting machen. Der Mensch muss diese Analyse machen. Und eigentlich ist es mittlerweile auch schon gar nicht mehr notwendig. Selbst das kann man jetzt eigentlich auch die KI schon wieder machen lassen, sodass man eigentlich nur noch Ziele definieren müsste und das ganze Prompting, Generierung, Analyse, die KI oder das KI-Modell selber so oft macht, bis dann am Schluss ein Ergebnis dabei rauskommt. Konkret, es heißt AutoGPT, das gibt es schon seit über einem Jahr. Es ist leider aber noch nicht so einfach anzuwenden und dementsprechend auch kaum bekannt. Man muss hier doch einfach technisch sehr viel selber erstmal in Vorleistung gehen, aber auch solche Möglichkeiten gibt es einfach. Und ja, was Siri, Alexa damals alles nicht geschafft haben, ist es einfach mittlerweile zum Greifen nah, einfach so der perfekte digitale Assistent für Aufgaben, die eigentlich eh niemand irgendwo tun will und zur Erleichterung des Lebens, des Alltags, zur Kostenoptimierung für alles. Ja, und im Großen und Ganzen war es das jetzt auch schon. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind alle ein Prompt-Ingenieur, die jetzt heute zugehört haben. Das kann ich einfach so sagen, weil Prompt-Ingenieur ist kein geschützter Begriff. Also es gibt mittlerweile erste Zertifizierungen dafür, aber grundsätzlich kann sich eigentlich jeder so nennen. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ich habe mich bemüht, es möglichst einfach zu halten und dennoch trotzdem Tiefe und Mehrwert zu geben. Und ich würde Ihnen wirklich empfehlen, probieren Sie es im Alltag aus, bevor Sie irgendwie Google fragen oder sich Gedanken machen, dann Texte generieren. Fragen Sie einfach mal ChatGPT, was GPT dazu meint, wie es unterstützen kann, was da Inhalte kommen. Und egal, ob das nur irgendwie als Vorlage ist oder als Basis, auf die man dann weiter aufbauen kann. Das reicht schon vollkommen aus, aber man kriegt Inspiration und man bekommt langsam so ein Gefühl dafür, was eigentlich die KI alles machen kann und wie die unterstützen kann als Arbeitserleichterung im Alltag. Und für jeden von Ihnen ist es möglich, hier einzelne Use Cases selber auszuprobieren, einfach mal rumzutüfteln über ChatGPT. Das ist gerade so das Spannende. Und wenn man dann eben versuchen will, diese Use Cases in eigene Business Cases umzuwandeln, dann muss man sich dann eben genauer hinsetzen, dann muss man sich mit Experten hinsetzen. Aber bis dahin können Sie wirklich sehr viel Vorarbeit erstmal auch selber lernen, selber treffen. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ich hoffe, dass wirklich jedem bewusst geworden ist, man muss hier was tun. Es ist extrem schnelllebig. Man kann dieses Thema nicht aussitzen. Und ja, genau. Dankeschön. Bevor wir zur Fragerunde kommen, noch ein kleiner Clip und dann geht's gleich los. Kennen Sie unser digitales Infocenter? Damit bleiben Sie auf dem aktuellen Stand. Wählen Sie Ihre Interessensgebiete aus und wir informieren Sie gezielt über aktuelle Gesetzesänderungen, Veranstaltungen oder wichtige Informationen Ihrer Branche per E-Mail. Mit Ihrer Einwilligung profitieren Sie von diesem hilfreichen Service. So, willkommen zurück. Vielen lieben Dank, Volker, für das umfangreiche und große breite Fachwissen, das wir heute gelernt haben. Es sind einige Fragen von den Teilnehmern gekommen und ich würde es jetzt einfach mal so der Reihe nach stellen und vielleicht auch ein bisschen clustern, wenn Themen zusammenpassen. Fangen wir mal mit dem Thema Parameter an. Du hattest ganz am Anfang die Slide über Gegenüberstellung 3, 5 und 4er Version und da war mal dieser Punkt Parameter. Was verbirgt sich genau dahinter? Also ich bin auf die Parameter immer zum Beispiel mit dem Temperaturparameter schon mal eingegangen. Also es sind einfach wirklich Einstellungsmöglichkeiten, aber im Prinzip hinter jedem Parameter, ich weiß nicht, sind meine Folien noch da? Sonst kann ich vielleicht auch noch mal kurz zurückgehen und auf die Parameterfolie noch mal kurz eingehen. Genau.
ich gerade im Bild, aber im Großen und Ganzen, ein Parameter sind eigentlich alles Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und wenn man jetzt diesen Top-K-Sampling-Parameter sich anschaut, der sagt eigentlich im Prinzip aus, K, also das K für, in dem Beispiel zum Beispiel, wenn es auf 99 ist, dann möchte ich innerhalb der Folgetext, der basiert ja eigentlich immer auf einer Zufälligkeit. Also wenn ich irgendwie sage, ich möchte einen guten Kuchen backen, was brauche ich für Zutaten? Und dann kommt eine Aufzählung und dann fragt die KI sich oder das KI-Modell sich auch, was ist eigentlich das Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, was jetzt eigentlich folgen sollte? Und diese Wahrscheinlichkeit oder diese Worte kann ich im Prinzip hier darüber definieren und kann dem Parameter sagen, nimm das Wort 1. Also mit dem Top K1 ist es halt das Wort, was am häufigsten oder am relevantesten irgendwo ist. Das ist wahrscheinlich sowas wie Mehl, Zucker oder Milch. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, nimm einen Wert von 99 oder sowas, dann wird es einfach kreativer. Es gibt dann auch irgendwie Worte, die durchaus also nicht so häufig vorkommen, sowas vielleicht wie ein Fanta-Kuchen oder was auch immer was, und dann kommt hier auch eine Zutat Fanta. Also das ist trotzdem noch in einem Zusammenhang, und das beschreibt es vielleicht irgendwie, wie so ein Parameter eigentlich funktioniert, und darüber kann man das im Prinzip das KI-Modell einfach viel granularer und viel feiner einstellen. Mit dem nächsten, während das K-Sampling jetzt einfach was Relatives ist, ist das P-Sampling was Absolutes, also eine absolute Wahrscheinlichkeit, wo einfach noch viel kreativer in Anführungszeichen wird oder viel mehr Worte mit dazu nimmt. Also ich weiß nicht, ob das es vielleicht beschreibt, aber ich glaube, das ist denke doch. Um greifbarer zu machen, was eigentlich so ein Parameter ist und was man damit machen kann. Okay, super. Da haben wir auch gleich noch eine Anschlussfrage da dran. Gibt es irgendwo eine Liste oder eine Seite, wo ich die Parameter nachschlagen kann und die Grenzwerte, also mit der Temperature, woher weiß ich, dass es den Befehl gibt? Ja, also gerade die Temperatur zum Beispiel, das ist einfach ein sehr beliebter Parameter, der auch in anderen KI-Modellen durchaus auch im Frontend, also an den Oberflächen teilweise sogar mit verbaut ist, damit man es direkt da einstellen kann. Und den kennt man so. Diese ganzen anderen Parameter, ich habe ja gesagt, das sind zig Milliarden Parameter, die sind einfach im Hintergrund irgendwo mit drin. Und da muss man sich dann wirklich jedes KI-Modell selber ganz genau anschauen, was da eigentlich für Parameter möglich sind in diesem Modell. Und das ist dann dieses Feintuning, was man eigentlich im Hintergrund macht, was einfach das KI-Modell einfach noch viel granularer irgendwo anpasst, dass am Schluss dann wirklich auch so die passendsten Ergebnisse irgendwo rauskommen. Aber so als End-User, ich wollte eigentlich nur mal kurz sagen, es gibt diese Möglichkeiten und man kann damit irgendwo reingehen, aber jetzt innerhalb von ChatGPT, also von dieser Oberfläche, braucht man da und kann man da eigentlich gar nicht so detailliert mit reingehen. Selbst wenn man da teilweise einen Parameter reinschreibt, teilweise wird das sogar ignoriert, weil einfach die Oberfläche dann doch einfach nochmal eingeschränkter ist, und wenn man über die Schnittstellen geht und da diese Parameter mitgibt, dann werden die halt auch einfach wirklich als Parameter dementsprechend auch angesehen. Okay, also es gibt keine Liste, wo ich jetzt googeln kann. Genau. Zeig mir alle Parameter und die gebe ich dann ein. Es gibt sicher so ein paar Top-Listen mit den Hauptparametern und mit den relevantesten Parametern, aber das sind eigentlich auch dann beispielhaft dann einfach vor allem wirklich Temperatur, die immer wieder verwendet wird. Alles andere ist da weniger relevant. Okay. Gut. KI-Richtlinie, wie gibt man denn fürs Unternehmen eine gute Richtlinie vor? Ja, gibt es da den goldenen Weg? Nee, natürlich nicht. Ja, das ist wirklich Trial and Error, also eigentlich dieses iterative Vorgehen. Man muss Stück für Stück halt wirklich immer wieder sich, also man kann natürlich irgendwie so anhand von Erfahrungen irgendwie sagen, hey, diese Richtlinien sollte eigentlich jeder Prompt irgendwo mithaben. Das sind dann natürlich auch wieder die ganzen ethischen Fragen oder irgendwelche Bias-Themen. Wie genau sollte eigentlich eine Antwort aussehen? Sollte die nachhaltig sein? Auf was sollte man eingehen und was nicht? Aber die KI-Modelle, die werden grundsätzlich hier ständig besser. Also gerade mit GPT-4 zum Beispiel, wenn man jetzt versucht, irgendwie von einem Stück Weißwurst ein Bild zu erstellen, dann kommt hier gleich, ach, aus ethischen Gründen kann ich hier das Bild leider nicht erstellen. Also es ist schon sehr spezifisch und sehr eingeschränkt, und man muss dann eher sogar schauen, wie man das im Prinzip vielleicht ein bisschen umgehen kann, weil eigentlich ein Bild von einer Weißwurst jetzt nichts irgendwie Negatives oder sowas ist. Aber auch da merkt man einfach, die Modelle, die werden besser und die beachten wirklich schon sehr viel. Also meistens merkt man es dann wirklich so im Alltag, wenn man dann merkt, hey, da sind Inhalte drinnen, Dinge, die eigentlich nicht vorkommen sollten, dann passt man es wieder Stück für Stück an. Also so von Anfang an da jetzt irgendwie extrem viel Zeit zu investieren, um da die ganzen Richtlinienkatalog vollständig zu haben, das wird nie funktionieren. Man muss es wirklich iterativ Stück für Stück einfach optimieren und weiter daran arbeiten. Kann dann natürlich auch im Alltag irgendwo sein, wenn man irgendwie merkt, hey, das sind irgendwie Fehler und Probleme, dann geht man die Stück für Stück einfach wieder im Nachhinein an. Okay. Vielleicht noch eine Anschlussfrage daran. Sollte jedes Unternehmen in eine eigene ChatGPT-Umgebung investieren, oder kann ich jetzt, wenn ich nur ein paar Anwendungsfälle habe, auch mit einem
jetzt mal privaten Account mich einloggen und trotzdem das erreichen, was ich mir vorstelle? Also privater Account, also man kann sich einen Plus-Account holen, der ist im Prinzip, ist der ja dann schon ermöglicht, die Modelle eben GPT-3.5 und GPT-4. Also grundsätzlich kann man dann eigentlich von dem Funktionsumfang schon relativ viel nutzen. Dann kommt wieder das Thema Datenschutz ins Spiel. Was beim nächsten Mal dann. Richtig, genau. Was man dann eben an Daten da hochlädt, und das kann man halt eben über diese Unternehmens-Accounts einfach schon mehr vorgeben und darüber auch ja, Richtlinien erstellen. Man kann einfach diese GPTs, die man erstellt, und das ist eigentlich so der Hauptmehrwert, man erstellt einen Megaprompt und man teilt die eigentlich im Team, und dementsprechend macht es eigentlich wirklich vor allem am meisten Sinn, solche Team-Accounts zu nutzen für ein Unternehmen, weil man dann wirklich so die Vorlagen hat, die man immer wieder den Mitarbeitern allen zur Verfügung stellen kann oder auch nur gewissen Bereichen zur Verfügung stellen kann, um dann wirklich effizienter im Alltag zu arbeiten. Weil dass jeder sich da mit dem Thema beschäftigt, dass jeder da irgendwie anfängt, Prompt zu schreiben oder irgendwas, Zeit. Das kostet extrem viel Zeit. Okay, sehr gut. Machen wir mal mit dem GPT-Store weiter. Da kamen diverse Fragen dazu. Erstmal vielleicht die Basics. Wo finde ich denn den? Ist der nur in der 4er-Version oder auch in der 3.5er-Version? Nee, das ist überall. Also wenn ich in ChatGPT mich anmelde, habe ich ganz links oben am Rand die Möglichkeit, ich glaube, Browse GPT Store oder Browse Store oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, aber links oben in der Ecke ist da die Möglichkeit, wo man dann einfach diesen Store öffnen kann und einfach suchen kann nach diesen ganzen GPTs. By the way, nochmal ein kleiner Fun-Fact: Die Suche innerhalb dieser 3 Millionen GPTs ist nicht KI unterstützt, also sehr händisch und sehr mechanisch, und ich muss die richtige Sprache eingeben, um die richtigen Ergebnisse zu finden. Und dementsprechend ist eigentlich auch so das beliebteste GPT, was es da aktuell gibt, eigentlich ein Suchen und Finden GPT innerhalb, damit man die anderen GPTs besser finden kann. Also es ist auch irgendwie witzig, was da eigentlich so passiert. Okay, schließen wir daran gleich mal eine Frage an. Welche Custom GPTs gibt es aktuell, beziehungsweise was ist aktuell das gängigste GPT, um es im Team mit Kollegen zu nutzen? Gibt es da so das eine Tool? Also wir für uns selber haben im Prinzip vor allem einfach Marketing-GPTs, die wir im Team nutzen, also Texterstellung, Blog, Landingpage, sonstige Sachen irgendwo oder auch für Social-Media-Postings, die einfach dann eine gewisse Standards haben, die einfach unsere Unternehmenstonalität, dass wir auch nach außen tragen wollen, widerspiegelt. Und ich denke, das sind wirklich so dann auch die typischen, die in den anderen Unternehmen so verwendet werden. Also Marketing ist da sicherlich in jedem Unternehmen irgendwo relevant und dementsprechend wahrscheinlich auch am meistverbreitesten. Okay, perfekt. Wir hatten vorhin das Thema, dass sobald ich was in den Chat eingebe, arbeitet ChatGPT mit den Eingaben vom Anfang immer weiter. Ist das immer so, dass mit allen Eingaben weitergearbeitet wird? Also bauen mehrfache Kettenprompts immer wieder auf den Ergebnissen der vorherigen auf? Oder muss ich da was beachten? Jein. Also grundsätzlich ist das Wissen nicht vergessen, das ist erstmal einfach im Hintergrund. Ob jetzt aber, wenn ich jetzt ihm oben irgendwie dem KI-Modell gesagt habe, wie alt ich bin, und jetzt unten eine andere Frage stelle, ob das jetzt wirklich auf das Alter von 10 Prompts davor drauf zugreift oder nicht, das ist wieder so ein Zufallsthema. Kann sein, kann eben auch nicht sein. Wenn ich wirklich sicher sein will, muss ich es einfach nochmal irgendwo erwähnen. Aber theoretisch könnte das KI-Modell darauf zugreifen, weil er weiß, hey, diese Daten oder dieses Alter ist im Zusammenhang einfach mit diesem Chat und ist wohl irgendwo auch relevant. Aber ich kann auch natürlich absolut unterschiedlichste Themen innerhalb von einem Chat behandeln, wo dann auch ChatGPT einfach nicht mehr weiß, irgendwie was eigentlich wie zusammengehört. Und ja, also dementsprechend am besten für jedes Thema einen neuen Chat aufmachen, einen eigenen Chat aufmachen, dass die Themen da auch ein bisschen geclusterter voneinander sind. Und wenn man sicher sein will, dass die Daten nochmal berücksichtigt werden, einfach nochmal zusätzlich erwähnen. Okay. Vielleicht eine übergreifende Frage, die sich sowohl als auf GPTs als auch auf verschiedene Themen rund um das Tool befasst: Brauche ich eigentlich immer einen Entwickler, der Code lesen kann, um jetzt den Store gut nutzen zu können, oder die festen Vorgaben wie Temperature oder so zu hinterlegen, oder kriege ich das auch als absoluter Neuling hin? Ja, das ist eben das Spannende. Es ist einfach wirklich so extrem einfach. Man braucht keine Programmierkenntnisse. Man kann wirklich einfach hergehen, und selbst so ein GPT kann man sich selber über eigene Worte erstellen lassen. Also so einen eigenen Custom-GPT, dass man einfach sagt, hey, ich möchte einen GPT haben als
der mir Social Media Beiträge erstellt oder mir regelmäßig neue Inhalte gibt für meinen Blog oder was auch immer was, und kann dem einfach schon Parameter vorgeben, was ist eigentlich das Ziel meines Blogs, was sind die relevanten Dinge, gibt den Richtlinien vor und kann das auch wieder dialoggeführt theoretisch eigentlich auch wieder durchgehen und dem KI-Modell wieder einfach sagen, hey, stell mir die relevanten Fragen, um so einen GPT zu erstellen, was sind einfach die Prompts und die Inhalte, die ich eigentlich da angeben sollte, und da einfach Stück für Stück auch so wieder durchgeführt zu werden, und am Schluss bekommt man halt wirklich die Inhalte und wird da, um sich da wirklich ohne Programmierkenntnisse selber ein GPT zu erstellen oder selber damit was zu machen. Wenn die KI alles selbst macht, werden dann die Vorschläge nicht strukturell selbstreferenziell? Die Vorschläge, welche Vorschläge jetzt? Also die Prompts dann, also quasi in der letzten Folie? Ich gehe davon aus, die Frage kam relativ am Schluss. Mhm. Ja, ist die Frage. Also ehrlicherweise, wir haben uns selber jetzt mit dem Auto-GPT noch nicht so intensiv beschäftigt, um da jetzt irgendwie sagen zu können, wie das genauso funktioniert oder auch nicht funktioniert. Aber grundsätzlich ist es alles Mathematik, alles Wahrscheinlichkeitsrechnung, und wenn man die Wahrscheinlichkeit einfach sehr runter reduziert, dann sind einfach sehr exotische Beispiele, sehr exotische Inhalte, die da eben einfach drinstehen können. Und so kann man natürlich das irgendwo einschränken, kann es aber natürlich sehr offen machen. Da ist es halt am Schluss dann wirklich einfach Zufall dann am Schluss auch, wenn die Wahrscheinlichkeit zu gering ist, welche Inhalte oder welche Prompts dann am Schluss da auch genommen werden oder wie, ob das alles zu gleich wird, zu inhaltlich gleich wird oder auch nicht. Okay, das wurde jetzt nochmal kurz konkretisiert. Also selbstreferenziell meint hier, wenn GPT die Analyse von Antworten selbst vornimmt. Aber das hast du ja im Endeffekt gerade beantwortet. Wenn ich jetzt als Unternehmen eigene Produkte und Dienstleistungen habe, wie sorge ich denn dafür, dass ChatGPT meine Angebote auch findet, wenn jemand danach fragt? Also das ist sowas, ich habe es neulich probiert mit IHK-Produkten und war dann relativ enttäuscht, wo wir jetzt doch mit dem ein oder anderen Produkt ziemlich weit oben in der Suchmaschine erscheinen. Aber der hat, egal wie tief ich gebohrt habe, hat unseren beispielsweise Cyber-Awareness-Test nicht gefunden. Was muss ich denn da machen? Ich glaube, da geht es vielen Unternehmen so. Also um das wirklich allgemein bereitzustellen, also die KI-Modelle werden ja mit Daten trainiert, die einfach meistens irgendwie wieder ein bestimmtes Zeitpunkt haben, bis zu dem gewissen Zeitpunkt werden die Daten eben reintrainiert, und dementsprechend kann einfach auch nur mit diesen Daten irgendwie agiert werden. Die Daten werden immer mehr und es werden auch immer mehr Webseiten, sage ich jetzt einfach mal, analysiert und durchsucht und sind dann auch bekannter. Aber so konkret, was man jetzt dazu machen kann, also es ist zum Beispiel jetzt aktuell das nächste GPT-Modell, GPT-4.5, was aktuell in der Schwebe ist oder was in der Entwicklung ist, und das soll jetzt im Prinzip Richtung Juni, Juli, glaube ich, bis dahin mit den Daten trainiert werden. Und da ist es dann wahrscheinlicher, dass dann irgendwie Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so präsent waren, die vielleicht öfters gesucht wurden, auch über das Modell, dass die dann mittlerweile dann vielleicht auch da mit drinnen sind. Aber grundsätzlich ist ja eigentlich so ein KI-Modell, es lernt ständig selber eigentlich weiter und neu dazu. Das heißt, selbst wenn das nur mit Daten bis letztes Jahr angelernt wurde und trainiert wurde, kann es durchaus sein, dass da einfach neue Inhalte, wenn sie vielleicht relevant genug sind, ich weiß nicht genau noch was, das KI-Modell das im Prinzip entscheidet, dann auch durchaus mit reinbringt. Also konkret kann ich nicht sagen, es ist aber sicherlich irgendwie nichts Kurzfristiges, also jetzt im Vergleich zu SEO oder sowas, Suchmaschinenoptimierung, das ist ja auch schon ein langfristigeres Thema, aber ich glaube, die KI-Optimierung oder KI-Modelloptimierung ist aktuell wahrscheinlich noch wesentlich langfristiger, aber sicherlich auch ein total spannendes Thema. Ich denke, das ist auch ein großes Forschungsfeld der nächsten Monate, weil man das einfach noch nicht so genau weiß. Auf jeden Fall sehr spannend. So wie ich das jetzt sehe, sind wir mit den Fragen durch. Aus dem Chat kam jetzt nichts mehr. Von dem her würde ich sagen, hast du alles vollumfänglich beantwortet, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben jetzt einen guten Überblick über das Thema. Beim nächsten Mal geht es eben mit dem Thema Urheberrecht und Datenschutz weiter. Auch natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade bei Marketingzwecke hast du schon erwähnt, bei Bildgenerierung. Da freuen wir uns, wenn sie dann auch wieder dabei sind. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst, Volker. Danke. Die Slides gibt es jetzt auch im Nachgang von dir, also man kann alles nochmal nachlesen. Und wenn noch Fragen kommen sollten, jederzeit gerne bei uns melden. Die können wir dann auch gerne noch weiterleiten. Ansonsten bedanke ich mich vielmals, dass Sie dabei waren. Freue mich, wenn Sie beim nächsten Termin wieder dabei sind und sich bei den Themen KI und Digitalisierung jederzeit an uns wenden. Und ansonsten noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.